So, wo Ixalan ist, da sind die Rivalen von Ixalan nicht so weit. Wir hatten Ixalan jetzt neulich erst und dementsprechend dachte ich mir, nehmen wir Rivalen direkt mit und gucken mal, was wir so in Rivalen von Ixalan haben. Verkehrt rum. Auch hier Deutsch. Flusstaucherin. Okay. Es ist noch nicht mal Flusstaucherin, kann es auch sein. Ja. Geile Namen. 3 Mana 2-2 kann nicht von Dinosauriern geblockt werden. Wow. Dann 3 Mana 2-3 fliegend, der jubilierende Wolkenläuferin. Zurückholung. 3 Mana Hexerei. Eine Kreaturenkarte aus eurem Friedhof könnt ihr auf die Hand zurücknehmen und danach zieht ihr eine Karte. Oraxas Kammrücken. 3 Mana 4-2. Okay. Panisches Kammhorn, 5 Mana 4-4 und hat Eile, solange ihr einen anderen Dinosaurier kontrolliert. Oh, ich finde das so cool mit den Dinosauriern. Das hätten sie ein paar Jahrzehnte früher machen müssen. Habgierige Halunke, 1 Mana 1-1, kriegt plus 1 plus 0, solange ihr angreift. Oh, so schön. Glänzende Barriere, 2 Mana 0-4 Verteidiger. Wenn es ins Spielfeld kommt, kriegt ihr einen Schatzspielstein. Unersättlicher Vampir. 3 Mana 2-2 mit bedrohlich. Immer wenn ihr ins Spiel kommt, erhält ein Vampir eurer Wahl plus 1 und bedrohlich bis zum Ende des Zuges. Auch nicht schlecht. Zersplittern. Zerstören Artefakt eurer Wahl für 2 Mana. Spontanzauber. Unsere erste Ankam ist Meervolk Nebelformerin. 2 Mana 2-2. Andere Meervölker, die ihr kontrolliert haben, +1/+1. Verlassenes Heiligtum im Ankamslot. Oh Gott. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein weißes oder ein schwarzes. Gehörnter Herdenrufer. Wow, das Artwork. 5 Mana 3-3 verursacht Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt man einen Dinosaurier-Spielstein mit Trampelschaden. Ein 3-3. Okay. Und unser Rare ist Angard der Flammengekettete. 5 Mana, 4 Marken, plus 1. Jeder Gegner wirft eine Karte ab und verliert 2 Lebenspunkte. Minus 3, man übernimmt die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges. Man enttappt sie und sie kriegt Eile. Und sie wird geopfert, falls ihre Mana-Kosten 3 oder weniger sind am Endstep. Das ist cool. Minus 8, jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe an Karten in seinem Friedhof. Das ist auch ziemlich gut. Und wir haben eine Rare. Nochmal ein unersättlicher Vampir. Die Rares sind schon cool. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.